Eine der 17 Stationen der Sommertour des Bundespolitikers Marco Wanderwitz war auch das Unternehmen Fischer Werkzeugbau in Geringswalde. Firmengründer Hartmut Fischer empfing den Politiker und gab ihm und den Gästen einen kurzen Abriss zur Entwicklung des Unternehmens vom 15-Mann- zum 80-Mann-Betrieb. Der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie nutzte die Gelegenheit, um mit der Geschäftsführung der Wissenschaft und Kommunalpolitik ins Gespräch zu kommen. Dabei ging es unter anderem um die Sicherung von Standortvorteilen gegenüber ausländischen Mitbewerbern, Mitarbeiterentwicklungen und Fachkräften, Bürokratie in Forschungsprojekten und dem Prozedere bei der EFRE-Förderung auf kommunalpolitischer Ebene. Auf einen Betriebsrundgang verzichtete der Politiker in Corona-Zeiten. Nach gut einer Stunde ging es für den Politiker weiter auf seiner Sommertour, die ihm vom 25. bis 28. August in Betriebe seines Wahlkreises führt.